Hallo allerseits. Heute lesen wir das fünfte Kapitel aus dem aktuellen Buch des Schweizer Naturheilpraktikers Christopher Vasey. Das Buch heißt Das Blutgeheimnis. Untertitel Entschlüsselung des Lebens. Kapitel 5. Der Einfluss des Blutes auf den Geist. Im vorherigen Kapitel haben wir die Rolle der Blutausstrahlung in ihrer Aufgabe als Brücke und Bindeglied zwischen Körper und Seele oder Geist erörtert. Jetzt werden wir sehen, welche Rolle die Blutausstrahlungen für die Wahrnehmungsmöglichkeiten des Geistes spielen. Die Hauptaufgabe des Blutes besteht darin, dem Geist die von ihm benötigten Ausstrahlungen zu bieten. Aber diese Ausstrahlungen hängen von der Zusammensetzung des Blutes ab. Jeder Bestandteil des Blutes, die roten Blutkörperchen, Proteine, Mineralsalze und so weiter, spielt seine Rolle bei der Bildung der Gesamtausstrahlung des Blutes. Das gesunde Blut, das alle diese Bestandteile in ganz bestimmten Mengen enthält, bietet demnach dem Geist alle benötigten Ausstrahlungen. Wenn sich die Zusammensetzung der verschiedenen Bestandteile verändert, verändert sich auch die Blutausstrahlung. Fehlt eine der für die Bildung des Blutes notwendigen Substanzen, so ist die entsprechende Ausstrahlung nicht mehr gewährleistet und für den Geist nicht mehr verfügbar. Er ist ihrer beraubt. Wenn im Gegensatz dazu ein Inhaltsstoff, der normalerweise kein Teil der Blutzusammensetzung ist, plötzlich im Blut auftritt, zum Beispiel nach einer Vergiftung, so wird die Blutausstrahlung ebenfalls verändert, jedoch in einem dem Geist ungewohnten Sinne. Der Substanz entsprechend kann die Auswirkung zu Unausgeglichenheit führen, zu Erschütterungen oder sich sogar als unheilvoll für die Verbindung zwischen Geist und Körper herausstellen. Wie auch die qualitativen Veränderungen des Blutes sein mögen, jede Verschlechterung verwandelt die Blutausstrahlungen und verändert dadurch die Wahrnehmungsmöglichkeiten des Geistes. Die Art seiner Empfindung und das Bewusstsein, das er von sich selbst hat, werden verwandelt. Denn was der Geist von seiner Umgebung wahrnimmt, wird ihm durch die Blutausstrahlung übermittelt, die jede auf ihre Art, durch ihre Besonderheiten, ihre Färbung mit allen anderen zusammen dazu beiträgt, dass der Geist die gesamte Skala der Ausstrahlungen zur Verfügung hat, die er für sein Handeln in der Materie und für die Aufnahme der Eindrücke und Informationen aus seiner irdischen Umgebung benötigt. Der Durchgangs- und Verbindungsweg, den die Ausstrahlungen darstellen, ist der einzige und unumgängliche Weg für diese Eindrücke und Informationen. Einen anderen gibt es nicht. Die Wahrnehmungen des Geistes hängen also von den Blutausstrahlungen ab, wie das Sehen unserer Augen von unseren Brillengläsern. Ein Brillenträger sieht die Welt durch seine Brillengläser und diese von ihm wahrgenommene Welt hängt von den Besonderheiten seiner Gläser ab. Wenn diese Gläser für das Sehen in der Nähe geschliffen sind, wird seine Sicht nicht die gleiche sein wie bei Gläsern, die für das Sehen in die Ferne gearbeitet wurden. Oder sind die Gläser stark getönt, wird die Welt als dunkel wahrgenommen werden. Die Welt muss deshalb nicht unbedingt düster sein, aber wegen der Färbung der Gläser wird sie als dunkel angesehen und als solche empfunden. So wird der Eindruck, den der Mensch von einem Ereignis hat, aber auch seine eigene Einstellung gegenüber diesem Ereignis düster sein, wenn die Brille der Ausstrahlung es ihn in dieser Art wahrnehmen lässt. Die Bedeutung der Blutausstrahlungen geht also weit über alles das hinaus, was man sich bisher hat vorstellen können.
Um das zu erläutern, wollen wir einige Beispiele anführen. Wenn der Blutzuckerspiegel 100 Milligramm pro Milliliter beträgt, fühlt sich der Mensch wohl in seiner Haut. Er hat Schwung, ist dynamisch und unternehmungslustig. Aber wenn der Glukosegehalt zum Beispiel auf 50 bis 60 Milligramm pro Milliliter fällt, fühlt er sich erschöpft und unwohl. Nicht nur die Energie ist nicht mehr da, sondern die Sicht von der Welt verändert sich. War sie einige Zeit vorher noch rosig, so wird sie jetzt grau oder einfach dunkel. Ein Mensch in einer Hypoglykämie-Krise wird ängstlich. Er fürchtet sich vor den verschiedensten Dingen, die von seiner Umgebung nicht als erschreckend wahrgenommen werden, und einfache Fragen werden für ihn zu schweren Problemen. Sie türmen sich wie Berge vor ihm auf. Plötzlich entstehen Ängste und Probleme, die es vor der Hypoglykämie-Krise nicht gab. Und sie scheinen seine Fähigkeiten restlos zu überfordern. Kein Zureden, keine Ermunterung hilft da. Die neue Sicht der Situation zwingt sich dem Kranken so stark auf, dass er völlig vergisst, wie er sich kurze Zeit vorher noch recht wohl und fröhlich gefühlt hat, ohne Sorgen oder Probleme. Ebenso schnell, wie die Sicht sich verdüstert hat, wird die Welt mit der Wiederanhebung des Zuckerspiegels wieder als so schön und einfach wie vorher wahrgenommen. Die Lebensfreude kehrt zurück und die Probleme und Befürchtungen verschwinden. Der Betreffende wird sich selbst fragen, wie es möglich war, dass er alles so trübe sehen konnte, und wird über sich selbst lachen. Nächstes Thema: Alkohol und Drogen. Eine andere wohlbekannte Situation, die mit einer Veränderung des Bewusstseinszustandes einhergeht, wird durch das Trinken von Alkohol hervorgerufen. Ist jemand aufgrund eines zu hohen Alkoholkonsums betrunken, sagen wir, dass er nicht in seinem normalen Zustand ist. Aber nicht in seinem normalen Zustand zu sein bedeutet, dass man die Dinge anders wahrnimmt und anders handelt als gewöhnlich. Um es mit anderen Worten auszudrücken, das Bewusstsein von der Realität hat sich verändert. Es verändert sich abermals, wenn der Blutalkoholspiegel sinkt und sich also die Blutausstrahlung wieder normalisiert. Der Mensch nimmt dann seine Umgebung in der gewohnten Art wahr und handelt dementsprechend, was kurze Zeit davor nicht der Fall war. Was man unter dem Einfluss von Alkohol sagt und tut, wird nachher oft bedauert. Warum? Weil der Trinker nicht mehr derselbe war, da seine Blutausstrahlung durch den Alkohol verändert wurde. Wenn er einen klaren Kopf bewahrt hätte, also wenn er die Kontrolle über das Gehirn und den Körper hätte bewahren können, wären die Worte und Handlungen anders ausgefallen. Mit der besonderen Ausstrahlung jedoch, die der Alkohol verursacht, kann der Menschengeist sich nicht wirksam behaupten. Er erscheint wie in den Hintergrund gedrängt und die Selbstbeherrschung, der Sinn für Moral und Würde, Attribute des Geistes und nicht des Gehirns, sind in solchen Situationen wie außer Kraft gesetzt. Jede Droge, ganz gleich, ob es sich dabei um Alkohol, Tabak, Haschisch, Heroin, Kokain, Hypnotika oder anderes handelt oder um irgendeine Substanz, die noch entdeckt oder erfunden wird, und gleichgültig, ob sie als Medikament eingenommen wird oder nicht. Allein für sich oder in einer Mischung, jede Droge verändert deutlich die Blutausstrahlungen und löst unterschiedliche Rückwirkungen auf den Geist aus. Solche Zustandsveränderungen sind allgemein bekannt und jemand, der eine Droge nimmt, sucht gerade diese besonderen Auswirkungen, die hauptsächlich darauf abzielen, sich von der Realität abzukoppeln, ein Switch-off sozusagen.
Mit anderen Worten, wenn der Mensch mit der Wahrnehmung der Welt, wie sie ihm seine Blutausstrahlungen vermitteln, nicht glücklich ist, verändert er sie gezielt durch die Einnahme einer Droge. Nun das Thema Belastungen durch Schwermetalle. Abgesehen von bewusst eingenommenen Drogen gibt es noch andere Substanzen, die ohne unser Zutun in unser Blut gelangen und seine Ausstrahlungen verändern. Zum Beispiel Schwermetalle, die aufgrund der Verunreinigung der Luft, des Wassers und des Bodens auf uns wirken. Blei, das auf Dauer zu physischen Vergiftungserscheinungen führt, verändert das Gedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit, führt zu Alpdrücken und verursacht Halluzinationen. Ein Mensch, dessen Blut zu viel Blei enthält, ist falschen Wahrnehmungen unterworfen, das heißt, er sieht, hört und fühlt Dinge, die nicht existieren. Der Gehalt an Blei, wie auch an anderen toxischen Mineralien im Blut, ist im Allgemeinen bei Straffälligen stark erhöht. Nach einer in der Schweiz durchgeführten Studie ist die Bleikonzentration im Blut von Strafgefangenen doppelt so hoch wie bei anderen Bevölkerungsgruppen. Das Blei kann selbstverständlich nicht für die strafbaren Handlungen dieser Gefangenen verantwortlich gemacht werden. Blei macht nicht kriminell, aber indem es die Blutausstrahlungen verändert, trägt es dazu bei, die Wahrnehmungsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit der betreffenden Personen zu trüben. Selbst eine Substanz, die in geringer Menge für den Organismus nützlich ist, kann im Übermaß und heilvolle Auswirkungen auf die Ausstrahlungen haben. Der normale Gehalt an Kupfer im Blut beträgt beim Menschen 64 bis 143 Mikrogramm auf 100 Gramm Blut. Wenn der Kupfergehalt steigt und über die normale Konzentration hinausgeht, treten unheilvolle Veränderungen auf. Alles, was der Mensch wahrnimmt, macht ihn reizbar, cholerisch, aber auch deprimiert und paranoid, also wahnsinnig. Schlechte Laune und ständig schlechtes Benehmen stellen sich ein. Um gegen diesen Zustand anzukämpfen und den Kupfergehalt im Blut abzusenken, benutzt man seinen Widerpart, Zink. Die Einnahme von Zink vertreibt das überschüssige Kupfer und verändert gleichzeitig die Blutausstrahlung und den Zustand des Patienten. Dieser kann sehr schnell seine unausstehliche Laune verlieren, um sich wieder mit Freude und Liebe seiner Umgebung zuzuwenden. Dieser wohltuende Zustand geht ihm von neuem verloren, sobald die Kupferkonzentration wieder steigt. Ein Patient, bei dem eine entsprechende Behandlung durchgeführt wird, kann gut beobachten, wie sich sein Zustand verbessert, wenn er regelmäßig Zink einnimmt. Und wie er sich ebenso regelmäßig an den Tagen verschlechtert, an denen er die Zinkeinnahme vergisst. Wie auch die Blutausstrahlung sein mag. Der Menschengeist behält seine Fähigkeit der Entscheidung und kann zu jeder Zeit versuchen, seiner Umgebung gegenüber ruhig und liebenswürdig zu bleiben. Das wird ihm jedoch bei einem Übermaß an Kupfer oder jeder anderen Substanz, die die Blutausstrahlung durcheinander bringt, wesentlich erschwert. Die Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen Substanzen, ob in der Nahrung enthalten oder aus anderen äußeren Quellen stammend, ist bei den einzelnen Menschen unterschiedlich. Eine Substanz kann mehrheitlich vollkommen gut vertragen werden, bei Einzelnen jedoch ernsthafte Beschwerden verursachen. Verhaltensstörungen belasten jetzt ihr Leben und das ihrer Umgebung, bis man die wirkliche Ursache ihres Zustandes herausfindet. Nun kommen wir zu dem Thema hyperaktive Kinder. Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts ist zum Beispiel bei bestimmten Jugendlichen ein neues und ungewöhnliches Verhalten aufgetaucht, das bereits eine große Anzahl von ihnen zur Straffälligkeit geführt hat und auch weiterhin dazu bringt.
Diese Kinder sind überaktiv, unfähig stillzusitzen. Sie bewegen sich ständig, fassen alles an, sprechen zu viel. Ihre Konzentrationsfähigkeit ist außerordentlich gering. Sie lassen sich leicht ablenken. Sie können keine zusammenhängenden Handlungen ausführen, ändern oft ihre Tätigkeit und beenden keine. Sie sind auch nachlässig, unbesonnen und unbekümmert. Trotz eines großen Liebesbedürfnisses haben sie außerordentliche Schwierigkeiten, Kontakte herzustellen. Vor allem aufgrund ihres unberechenbaren, hartnäckigen und widerspenstigen, auch hochmütigen und zuweilen verlogenen Verhaltens, das dazu führt, dass sie von ihrer Umgebung abgelehnt werden. Die für diese Kinder charakteristische Überaktivität sowie ihr Widerwille gegenüber jeder Veränderung ihrer Umgebung macht sie misstrauisch, feindselig und aggressiv. Sie hänseln ohne Grund die anderen Kinder, stören sie bei ihren Spielen. Es gibt laufend Auseinandersetzungen und Schlägereien. Die Gewalttätigkeit kann auch Gegenstände betreffen. Spielsachen werden zerstört, Möbel und Gläser zerbrochen. Und bei diesen Gewalttätigkeiten kontrolliert das Kind absolut nicht, was es tut. Es erweckt sogar den Eindruck, sich seiner Handlungen nicht bewusst zu sein und erinnert sich im Nachhinein nicht mehr daran. Wenn man diese Kinder bei der Tat ertappt und versucht, mit ihnen zu reden, machen sie den Eindruck, abwesend zu sein. Keine Bemerkung oder Drohung erreicht sie. Sie sind nicht zugänglich und infolgedessen unverbesserlich. Ein Ausdruck, der auf sie angewendet ist sehr bezeichnend. Man sagt von diesen Kindern, dass sie handeln, als wären sie von jemand anderem getrieben. Derart unbewusst ist ihr Ausdruck. Sie wirken nicht wie betroffen und abwesend bei ihrem Tun. Mit dem Innersten ihrer Persönlichkeit scheinen sie abwesend zu sein und die Situation nicht abzuwägen. Ihr Körper handelt völlig unabhängig, so als sei er durch etwas in Bewegung gesetzt, das stärker ist als sie. Die Eltern, Erzieher und Therapeuten, die versuchten, diesen Kindern zu helfen, wurden sich nach und nach des Umstandes bewusst, dass es sich um eine ganz außergewöhnliche Angelegenheit handelte und dass die üblichen Erklärungen wie etwa Eltern-Kinder-Konflikte oder verwöhnte Kinder nicht in Frage kamen. Später erkannte man, dass die Verhaltensstörungen begannen, als die Ernährung von Baby auf Normalkost umgestellt wurde. Die Ernährungsweise spielte also eine Rolle bei der Entwicklung der Unruhe. Aber welche Nahrung, welche darin enthaltene Substanz? Niemand wusste es, bis man endlich den Auslöser fand. Es handelte sich um ein Zusatzpräparat, das Phosphat, das man Nahrungsmitteln zur Konservierung wie Fleisch und Wurst oder als Geschmacksverstärker bei Suppen, Cola-Getränken oder auch als Anti-Verklumpungsmittel zusetzte. Die Gesamtheit der Verhaltensstörungen, die durch die Einnahme von Phosphaten verursacht wird, wurde als organisches Psychosyndrom, als OPS, bezeichnet. Wenn die Nahrung eines am Psychosyndrom leidenden Kindes von Phosphat frei bleibt, entwickelt es ein völlig normales und freundliches Benehmen. Es ist gegenwärtig und sich bewusst, was es tut. Aber sobald es ein Nahrungsmittel zu sich nimmt, das diesen Zusatzstoff enthält, fällt es 20 Minuten später wieder in den Zustand der Aufgeregtheit und Aggressivität zurück. Dabei ist es bedeutungslos, ob es viel oder wenig Phosphate zu sich genommen hat. Auch eine Reduzierung der Phosphate nützt nichts. Es ist das Gesetz des Alles oder Nichts. Das Vorhandensein von Phosphaten genügt, um die Blutausstrahlung zu verändern und Psychosyndrome auszulösen. Treten die Störungen auf und wird in der Folge eine Diät ohne Phosphate eingenommen,
dauert es noch 3 Tage, bis alle Symptome verschwinden, also die Blutausstrahlung normal wird. Die Einnahme von speziellen Mitteln sorgt für eine schnellere Wirkung. Diese Mittel, die den Phosphatgehalt im Blut korrigieren. Es sind verschiedene pharmazeutische Spezialmittel, aber auch der einfache Weinessig, können selbst mitten in der Krise zum Verschwinden der Störungen innerhalb einer halben Stunde führen. Ein am Psychosyndrom leidender Jugendlicher, der regelmäßig Fastfood, also Hamburger, Würstchen, Cola-Getränke konsumiert, kann ein asoziales Geschöpf werden, ein Straffälliger und ein sich in die Droge flüchtender. Wenn er eine strenge Diät ohne Phosphate einhält, korrigiert er die Blutausstrahlungen und normalisiert sie wieder, wodurch er alle Chancen zurückerhält, im Leben Erfolg zu haben. Zum Schluss kommen wir noch zum Vitamin- und Mineralstoffmangel. Die verschiedenen oben angeführten Beispiele bezogen sich auf Fälle, in denen die Blutausstrahlung durch eine der normalen Blutzusammensetzungen hinzugefügte Substanz verändert wurde. Eingreifende Veränderungen der Blutausstrahlungen und damit der Möglichkeiten geistiger Einflussnahme können aber auch die Folge davon sein, dass Substanzen fehlen, die zur normalen Blutzusammensetzung gehören, wie zum Beispiel Vitamine oder Mineralsalze. Eine Studie, die bei Freiwilligen mit ausgeglichener Ernährungsweise, aber unter völligem Fehlen von Vitamin B1 durchgeführt wurde, zeigte, dass am Ende von 3 Monaten alle Versuchspersonen reizbar geworden waren, deprimiert und in Sorge, dass ihnen irgendein Unglück zustoßen könnte. Einige von ihnen hatten den Eindruck, dass es sich nicht zu leben lohne und äußerten die Vorstellung, Selbstmord begehen zu wollen. Im Verlaufe des 6. Monats des Experiments wurden die physischen Wirkungen so schmerzhaft, mit Kopfweh, Übelkeit, heftigem Erbrechen, dass die Forscher beschlossen, das Experiment abzubrechen, aber die Versuchspersonen nicht davon zu unterrichten, um bei der Wiederzuführung von Vitamin B1 den Placebo-Effekt zu vermeiden. Die Ernährungsweise blieb also die gleiche, aber ohne Wissen der Beteiligten fügte man nun Vitamin B1 hinzu. Nach einigen Tagen fanden die Versuchspersonen ihre Lebensfreude und ihre innere Klarheit wieder. Sie zeigten sich liebenswürdig, kooperativ und voller Unternehmungslust. Dass die Angst, es könne irgendetwas geschehen, alle Versuchspersonen, obwohl sie doch von nichts bedroht waren, ergriffen hatte, und dass diese Sorge mit der Einnahme von Vitamin B1 wieder verschwand, zeigt deutlich, dass das Problem nicht im geistigen Bereich lag, sondern auf dem Niveau der menschlichen Wahrnehmung. Gewiss, für die Versuchspersonen war die Angst vollkommen real und sie mussten sich überwinden, um sie zu besiegen. Aber man kann sie trotzdem nicht mit einer begründeten Angst vergleichen, die entsteht, wenn eine wirkliche Gefahr droht. Auch Magnesium liefert ein aufschlussreiches Beispiel. Ein leichter Magnesiummangel macht reizbar, nervös, lärmempfindlich, übererregt, ängstlich und aggressiv. Ein schwerer Mangel kann noch mehr verwirren und orientierungslos machen, über die Maßen aufgeregt und Halluzinationen ausgeliefert. Bei Alkoholikern treten die schrecklichen Halluzinationen des Delirium tremens neben den Schädigungen des Gehirns zum großen Teil aus einem Mangel an Magnesium auf, der eine unmittelbare Folge des Alkoholkonsums ist. Das jähzornige und gewalttätige Benehmen verschwindet bei dem Kranken schnell, wenn man seinem Organismus das fehlende Magnesium zuführt, um wieder eine normale Blutausstrahlung zu erreichen. Lithium, ein anderes Mineralsalz, wird in der Psychiatrie angewendet, um das Verhalten der manisch-depressiven ins Gleichgewicht zu bringen. Der Bedarf des Organismus an Lithium ist äußerst gering.
Bei einem Menschen mit guter Gesundheit wird überschüssiges Lithium schnell durch den Urin ausgeschwemmt, während manisch-depressive es dagegen zurückhalten, sogar in erhöhten Mengen und erst beginnen es abzubauen, wenn sie wieder gesund werden. Es ist, als ob der Organismus das Lithium, das er benötigt, aufbewahren würde, um eine bestimmte Konzentration im Blut zu erreichen. Da die Nahrungsmittel sehr arm an Lithium sind, muss es dem Patienten unbedingt zur Verfügung gestellt werden, und zwar in bedeutenden Mengen, das heißt 50 bis 1500 Milligramm täglich. Der Organismus braucht es dann, um für die Blutausstrahlung sorgen zu können, die der Geist zur Kontrolle über den Körper benötigt. Tatsächlich tritt die Heilung in 1 bis 2 Wochen ein, wenn der Lithiumgehalt im Blut eine ausreichende Konzentration erreicht. Im Allgemeinen nehmen die Kranken auf Dauer zur Vorbeugung Lithium ein, obwohl dies in Wirklichkeit nur notwendig wäre, wenn der Lithiumgehalt im Blut sinken würde. Für heute bis hierher im Kapitel 5. Das nächste